Neue Version verfügbar? Warte mal, neue Operation verfügbar? Nein, ich will doch nicht, ach egal. Da kann ich auch zu Fuß hin, da brauche ich jetzt nicht, obwohl. Ich hoffe. Raus da! Mierda! Oje! Okay, bist du bereit? Rock and roll. Nimm mit Horatio den Nudelbus. Sicher doch. Ah, Horatio ist jetzt. Kann der auch? Kann er auch hier rauf? Nein, Mann, nimm ein anderes. Nein, erzähl weiter. Was war das? Okay. Dann steig ein, mein Freund. Achtung! Ich hab den Parkplatz für dich gecheckt. Das gibt's nicht. Wunderbar. Okay, Mann. Eins muss ich dir vorneweg sagen. Ich entschuldige mich für absolut alles, was du gleich siehst. Machst du Witze? Endlich sehe ich auch mal dein alter Ego, Horatio Carlin, Firmenprogrammierer. Wieso habe ich das Gefühl, dass das eine miese Idee war? Schon gut, ich werde dich nicht aufziehen. Alles okay? Ich sollte nicht so viel Scheiße bauen, sonst bekomme ich hinterher es mit der Polizei zu tun. Wäre nicht so cool. So, erstmal einen Song sneaken. So, wir brauchen einen Nudelbus. Grundgütiger. Wir verlieren uns. Oh Gott. Okay. Steig ein. Okay. Okay, so. Wo ist das GPS? Hey, setz dich. Ich hab's okay, mal echt okay, jetzt. Aber ja, okay. GPS. Ich weiß, wo das GPS ist. Oben. Hab dich. Genau. Okay. Was? Was war zum Nudelcampus, Ben? Sollen wir dann auch Leute einpacken? Ist das da unten eine Haltestelle? Oder ist das schon der Campus? Weil ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt Leute hier einsteigen lassen wollen. Ah, die dann dahin fahren würden und zeigen, oh, Nudel ist gar nicht so toll. Hi, wie geht's denn? Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hey, Morgen. Wie läuft's so? Gut, Gary. Hallo. Hey. Gut, Gary. Kennen die sich? Horatio, was ist denn mit dir los? Als Erster im Bus? Was soll ich sagen? Der frühe Vogel und so. Jedenfalls, die Saftkur hat mein Leben echt verändert. Ich bin leichter, mein Kopf freier. Das ist die Busfahrt. Ich sag's dir nur ungern, aber Saftkuren bringen gar nichts. Du kennst meinen Saft noch nicht. Nein, im Ernst. Du brauchst das Fruchtfleisch. Das ist der gesunde Teil. Beim Pressen verlierst du das, dann trinkst du nur noch Zucker. Oh. Smoothies, das ist das Zauberwort. Voller Früchte, Gemüse, Superfoods. Superfoods? Ja, wie Goji-Beeren, Maca-Pulver, all das gute Zeug. Du musst noch viel lernen. Ihr wisst, dass die Forschung zu Superfoods bestenfalls dünn ist. Aber sie sind gesund. Oh.
Dann machen wir mal weiter. Aber sie sind gesund. So viel steht wohl fest. Ja, aber Goji-Beeren sind genauso ein Superfood wie Weintrauben. Das ist ein Marketing-Schlagwort, um die Kunden zu ködern. Nichts für ungut. Oh, peinlich. Weißt du, Marcus, es gibt Tage, da wünschte ich, ich würde das machen, was du tust. Dann mach's doch einfach. Und dann gibt es heute. Danke, Kumpel. Ich ersticke gerade an der ganzen Arroganz hier drin. Und ich dachte, Blumenangestellte wären schlimm. Ah, ich find die Mission irgendwie gerade so schön entspannt. Man fährt einen Bus so durch die Gegend. Eigentlich könnte man das auch hier mal so Bus-Simulator eigentlich machen. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwie Bock auf einen Bus-Simulator. Was ist los mit mir? Ich spiele doch sowas nicht. So, wir sind am Nudelcampus. Oder steigen noch mehr Leute ein? Aufsteigen noch mehr Leute ein. Hey, hallo. Also gibt es mehrere Stationen. Ich dachte eigentlich, wir hätten schon die meisten eingesammelt. War's spät gestern? Wie auch immer. Ja, und das Catering war echt zum Kotzen. Nächstes Mal hungere ich lieber. Dein neues Sushi-Laden. Ich will auch heiß sein. Ja? Wie ich gesagt habe. Ja, und das Catering war echt zum Alter! Unterbrech den noch nicht immer! Jedenfalls. Ja, und das Catering war. Ich will auch heiß sein. Jetzt mach! Wo waren wir? Oh ja. Ja, und das Catering war echt zum Kotzen. Nächstes Mal hungere ich lieber. Der neue Sushi-Laden ist so unterirdisch. Die Sojasauce war total fade. Die scharfe Thunfischrolle hatte keinen Geschmack. Oh Mann, das ist buchstäblich das Letzte. Buchstäblich? Ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Okay, wir sind da. Ich wollte da eigentlich daneben mal reinfahren. Machen wir es automatisch hier, genau. Und warum haben wir das gemacht, um uns da reinzuschleichen, oder wie? Oh, aber wieso denn? Niemand sieht aus wie wir. Willkommen in Silicon Valley. Hey, wie nennt man einen Schwarzen inmitten von tausenden Weißen? Wie? Mr. President. Hey, wenn die uns zusammen sehen, denken die, wir hacken was aus. Tun wir doch auch. Mr. President, war das jetzt eine Anspielung auf Barack Obama? Willst du mich verarschen? Ah? Mann, ich fühle mich so begabt. Okay. Dann willkommen in meiner Welt. Hier arbeiten sonst nur drei andere Schwarze. Zwei Kerle, eine Frau. Wir haben eine eigene Mailingliste. Echt krass. Aber hey, du kämpfst für eine gute Sache. Du änderst die Unternehmenspolitik hier im Valley. Du weißt erst, was Unternehmenspolitik heißt, wenn du der einzige Bruder in einem Meeting bist und für alle Schwarzen sprechen musst. Alter. Scheiße. Wenn ich jedes Mal, wenn jemand gutes Argument zu mir sagt, einen Cent kriegen würde. Also, wo ist die Serverfarm? Hier nicht, leider. Das Ding befindet sich unter dem Noodle Maps Gebäude. Um da reinzukommen, brauchst du eine ganz andere Freigabestufe. Die Manager-Etage kann sich für dich darum kümmern. Wiederhol einfach den Bus-Hack bei einem von denen. Dann kannst du loslegen. Gehen wir in die Küche. Die Plackerei schaffe ich mit leerem Tank nicht. Okay. Essen wir erstmal was. Hey, willst du einen Kaffee? Nein, alles gut. Bitte, nimm dir ruhig einen Orangeapfel. Die schmecken göttlich. So liebenswürdig. Ein Orangeapfel? Okay, klar doch. Heißt das ein Apfel gekreuzt mit einer Orange? Sowas gibt's? Colin? Brody? Großer Tag heute. Ich bin aufgeregt. Und du? Weißt du, du könntest uns einfach sagen, was du getrieben hast. Was du dir ansiehst, mit wem du geredet Kaffee, hast. Was war das? Ich will nur einen Kaffee. Ja. Ja, okay. Bei der Personalabteilung bist du hoffentlich gesprächiger. Genieß den Kaffee. Vorsicht! Bist du neu hier? Ja. Henna. Dem würde ich gerne eine reinwürgen. Der Typ geht mir auf den Sack. Hey, Becky. Die Herren?
der sitzt mir im Nacken seit meinem ersten Tag hier. Und jetzt sagt er, ich soll bei der Personalabteilung gesprächiger sein? Glaubst du, er hat was in der Hand? Verdammt. Hast du eine Ahnung, wie lange ich ins Kittchen wandern würde? Wenn ich in die Serverfarm komme, kann ich den ganzen Scheiß löschen, okay? Ich pass auf dich auf. Du gehst nicht in den Knast. Ich melde mich. Okay? Okay. Okay. Der arbeitet also bei Nudeln? Rongschöpfe. Was? Warum kreuzt man sowas? Ich weiß, es ist beides lecker, okay, aber... Okay, Horatio, wie ist der Plan? Wie komme ich zur Nudel-Serverfarm? Am besten nimmst du den Aufzug im Wartungsbereich im ersten Stock von Nudelmaps. Aber Vorsicht, ist ein Hochsicherheitsbereich. Nicht mal ich komm rein. Kein Problem. Ich will das Teil mal hacken. Guten Tag. Das ist nur so eine blöde E-Mail. Habe ich jetzt... Achso, zack, weg damit. So. Dann nudel ich mal das Geschäft aus. Oh. Gibt's da eine Kamera? Yep. Und Feinde, okay. Wo ist der Schlüssel? Da rein komme ich nicht einfach so. Die Zukunft zu kreieren und zu integrieren, darum geht es bei Nudel. Wir verwalten Veränderung nicht, wir sind Veränderung. Auf Makro, ach so, komme ich da einfach rein? Molekularebene. Unsere Kunden, unsere Nutzer sind für uns nicht nur Datensätze. Shit. Was ist denn? Tja, mein hübsches Gesicht bringt mich hier nicht weiter. Schockierend. Dann brauchst du eine höherrangige Zugangs-ID. Oder musst du anders reinkommen? Dienen demselben Zweck und teilen dasselbe Ziel. Hm. Höherrangiges. Ja. Okay, ah, ich verstehe schon. Komme ich hier vielleicht rüber? Nee. Muss schon da ran. Ah. Natürlich. Warum nicht gleich? Natürlich. Gehe ich nochmal da rein, weil da muss ich noch was hacken. Kann ich die Rutsche auch hochklettern? Kann ich überhaupt runter? Das wäre geil, wenn ich runterrutschen könnte. Das wäre so geil. Nee, ernsthaft, das würde mir so richtig Fun machen. So. Ach komm, willst du mich verarschen? Ist da sonst keine Kamera drin? Ah, da ist der Zukunftsschlüssel doch drin. Ich komm doch da nicht rein. Muss ich ja stunk machen. Warte mal. Ach, natürlich. Wenn ich das mag, hier ist das Nudelgelände nicht unglaublich. Also jetzt machst du richtig Spaß. Ähm.
So. Da ist Audio-Log, ich kann es leider nicht lesen. Ach, Audio-Log. Text-Log. Da fällt mir ein, ich habe vergessen, die Aufnahme zu beenden. Das mache ich nachher. Ups. Ich bin gar nicht hier, mein Freund. Zack. Papa, ich bin wieder da. Nein. Mitnehmen. So. Verdächtiges Objekt einfach mitnehmen. Jetzt müsste ich da oben reinkommen. Ein Nudelrad? So. Oh. Ist da noch einer drin? So. Okay, ich bin jetzt Miss Laura Kim. Wie komme ich in Noodle Maps? Wenn du ihre ID hast, müsstest du einfach reingehen können. Es ist einfach. Was haben die für krasse Handy-Apps, dass sie so einfach hacken können? Die haben bestimmt irgend so ein Programm geschrieben, womit das ganz einfach geht. Eigentlich sind das nicht voll die großen Hacker, sondern haben einfach nur ein nützliches Programm. So, kann ich jetzt überall rein? Die Security von Noodle Maps ist krass drauf. Also Vorsicht. Hey, du redest ja schließlich mit Laura Kim. Ja. Hier darf ich noch rumgehen. Aber sollte ich nicht doch trotzdem die ausschalten? Obwohl, der ist, glaube ich, kein Feind. Der sah nämlich gerade nicht so aus. Nee, ich glaube, die Feinde sind oben. Ich bin ja noch in einem Bereich, wo ich hin darf. Oh, wieso darf ich da nicht hin? Hä? Dort drüben ist USC, ich habe Anweisungen, sie zu verhaften. Ja! Okay, sag mir, dass das keine Schüsse waren und dass sie nicht von dir kamen. Okay. Waren keine Schüsse und die kamen nicht von mir. Ich wusste nicht, dass das schon der Sperrbereich ist und dass da voll viel los ist. Holy crap, das war scheiße. Aber okay. Die haben mich sofort entdeckt. Und ja. Mist. Die sind stark. Denn ich habe den Schwierigkeitsgrad runtergeschraubt. Und trotzdem hauen die mich 0, nichts um. Nichts zu vermelden. Will ich meinen Bot hinschicken? Thank you.
Ist nicht meiner, aber ich beseitige ihn mal für euch. Nichts zu vermelden. Sollte ich da lang gehen? Aufzüge. Ratio. Fahren die zum Serverraum? Ja, aber nicht für dich. Gesichtserkennung. Und zwar gute. Geh stattdessen in den Wartungsbereich. Weißt schon, wie geplant. Okay, okay. Okay. Sollte ich hier mal zumachen. Dann sieht man mich immer noch. Und hier noch weiter hoch. So. Und das ist der Punkt, wo ich den Part eigentlich beenden kann.